Nachdem tags zuvor Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner im Landtag angelobt wurde, hatte sie noch einen hochoffiziellen Termin in der Präsidentschaftskanzlei, wo sie von Bundespräsident Alexander Van der Bellen nochmals angelobt wurde. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat vergangene Woche Johanna Mickl-Leitner als Landeshauptfrau von Niederösterreich angelobt. Sie ist aktuell die einzige Frau an der Spitze eines Bundeslandes. Es ist heute einer der angenehmsten Tage. Wir kommen immer wieder gerne in die Hofburg, ein historisches Ambiente und natürlich eine Begegnung mit dem Herrn Bundespräsidenten ist immer etwas ganz Besonderes und vor allem auch etwas Besonderes, wenn man Wegbegleiter und die Familie mit dabei hat, wo man auch den Startschuss setzt für die nächsten 5 Jahre in der Landespolitik für Niederösterreich. Der Bundespräsident gratulierte der Landeshauptfrau zur Wahl. Das Amt der Landeshauptfrau ist eines, das einem alles abverlangt, aber ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie die Kraft aufbringen, das gut auszuüben, so Van der Bellen. Ich ersuche Sie daher, folgendes Gelöbnis zu leisten und mit Ihrem Handschlag und Ihrer Unterschrift anschließend zu bekräftigen. Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde. Herr Bundespräsident, ich gelobe, so wahr mir Gott helfe. Schon in ihrer Regierungserklärung hatte die Landeshauptfrau die in der nächsten Zeit anstehenden Schwerpunkte umrissen. Natürlich auf die Anliegen der Menschen einzugehen und die Anliegen liegen auf der Hand, nämlich Arbeit, Gesundheit, Mobilität und Familie. Und da gibt es einiges zu tun, Schwerpunkt arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, wo wir vor allem die digitale Kompetenz stärken wollen im Bereich Familie, wo es darum geht, 100 Kleinstkinderbetreuungseinrichtungen flächendeckend in Niederösterreich zusätzlich zu errichten. Und natürlich auch der gesamte Bereich der Mobilität von Schiene, Straße, E-Mobilität bis hin natürlich zur Breitbandoffensive, wo wir jetzt auch im intensiven Gespräch sind, Land und Bund, um eben die Breitbandoffensive, die Vernetzung in ganz Niederösterreich auch voranzutreiben.